Er war der Herzensbrecher zweier Jahrzehnte. Die 50er und 60er Jahre des 20. Jahrhunderts waren seine große Zeit. Auf der Leinwand versprüht O.W. Fischer einen Charme, der deutsche Frauen zum Träumen bringt. Ob als Casanova, verwegener Draufgänger, nobler Halbgott im weißen Kittel, unglücklicher Monarch oder als Millionendieb, stets war O.W. ein schauspielerisches Gütesiegel. Otto Wilhelm Fischer stieg auf zum bestbezahlten Schauspieler in Europa. Er dreht mehr als 80 Kino-, Fernseh- und Porträtfilme. Allein 7-mal gewann der charmante Schauspieler aus Österreich einen Bambi als beliebtester deutscher Schauspieler. Deutscher Publikumsliebling Nummer 1, Otto Wilhelm Fischer. O.W. zum 6. Mal. Meine lieben Bundesbürger, Bundesbürgerinnen, wir hätten ja in diesem Jahr wieder mal die Wahl hinter uns. Und wir haben sie in einem Reich absolviert, über das viel gelächelt wird und das doch so viel Grund hätte, über die anderen zu lächeln, nämlich im Reiche der Fantasie. Ich rate Ihnen, halten Sie diesem Land der Fantasie die Treue. Sie ist sehr oft die einzige Zuflucht, manchmal sogar die schönste. Was mit dem Prozess? Trotz alledem begann seine Karriere im Dritten Reich. O.W. Fischer wurde 1915 in der Nähe von Wien geboren. Einer Anstellung am Theater in der Josefstadt folgte 1937 die Verpflichtung an Otto Falkenbergs Münchner Kammerspiele. Von 1938 bis 1944 gehörte Fischer dem Ensemble des Deutschen Volkstheaters in Wien an, wo er im Fach des gut aussehenden Lebemanns und als schneidig gespielter Trank d'Empadour auffällt. Aber auch in Charakterrollen wie dem Demetrius überzeugen konnte. In dieser Zeit arbeitete er auch für Radio Wien. Nach einem kleinen Auftritt 1936 in Willy Forsts Burgtheater erhielt Fischer seine ersten größeren Filmrollen 1939 und 40 in den Hans-Moser-Komödien Anton der Letzte. Ja, bitte. Herr Graf, befehlen. Wo ist das Ei? Ei, was für ein Ei? Ein Hühnerei natürlich, ob's beim Johann bestellt. Ja, eben darum, weil es der Herr Graf nicht bei mir bestellt hat. Bitte die Aufträge immer mit. Das der Herr Graf ja nicht vergessen. Heute kommt das gräfliche Paar zurück. So gräfliches Paar? Mein Vater ist doch noch gar nicht verheiratet. Nee, aber steht doch noch bevor, nicht wahr? Kennen der Herr Graf die neue Frau Mama schon persönlich? Nein, so war auch noch gar nicht sicher, dass mein Vater wirklich heiratet. Also mir wäre diese Verbindung nicht unsympathisch. Wieso? Du kennst doch die Dame noch gar nicht. Nein, nicht direkt gerade, aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass das Fräulein zukünftige des Herrn Grafen eine Baroness von Reutersloh ist. Ja, die Reuterslohs sind ja allerdings kein ganz erster Adel, aber immerhin, es ist eine Generation, die auf 4 vornehme Jahrhunderte zurückblickt. Und unter Kaiser Maximilian werden die Reutersloh noch Raubritter. Und das imponiert dir? Ja, ich muss eingestehen, ich bin schon rasend gespannt auf die Baroness. Ich weniger. Bitte, womit werden der Herr Graf den heutigen Vormittag verbringen? Mit einem Ritt ins Freie. Ja, müssen sich Herr Graf noch umkleiden. Wieso? Ich bin doch anzogen. Also, so wollen wir Herr Graf ausreiten? Natürlich. Pardon, Verzeihung, und wie nennt man das, was der Herr Graf hier angezogen haben? Das? Das ist ein Pullover. Und das trägt man jetzt? Ja. Das, warum? Nein, ich meine nur, der gräfliche Papa tragen zum Reiten nur immer den Riding-Coat und die Plastron-Krawatte. Das ist möglicherweise, dass sich der Geschmack indessen geändert hat. Sicher.
und meine Tochter lebt in Wien. Nicht wieder. Nein, das vertrage ich nicht. Wenn das Personal tratscht oder horcht, das ist für mich erledigt. Die dürftige Frau wird eh schimpfen, dass sie verraten haben. Ich werde gar nicht schimpfen, das ist ja wieder cool. Und schauen Sie, ich habe von meinem Kind kein Geheimnis. Genauso wie mein Kind von mir kein Geheimnis hat. Na, also, wollen Sie Zigarre? Nein, danke schön, ich bin Nichtraucher. Nichtraucher, bravo. Das gefällt mir. Sie glauben gar nicht, wie schädlich das ist. Aber, nur auch danke. Sagen Sie, fahren Sie oft zu dieser Dings, zu dieser Ader de Nil? Ja, darüber kann ich keine Auskunft geben. Ne? Naja, aber wo Sie wohnen, das können Sie mir doch sagen, nicht? Leider. Schauen Sie, wenn ich was sagen kann, es handelt sich um das Lebensglück meines Kindes. Ja, Sie können mir da nicht so nachempfinden, weil Sie nicht verheiratet sind. Ich bin schon verheiratet. Was, Sie sind verheiratet? Ja. Na bravo, wo ist denn das Fraudl? Ja, im Haus? Na, jetzt passen Sie auf, Karl. Sie werden sehen, wenn Sie einmal ein Kind haben, da werden Sie erst verstehen, was es heißt für ein Vaterherz, wenn sein einziges Kind von seiner gemeinen Person betrogen und bestohlen wird. Nicht wahr? Aber bitte, erledigt. Braucht die Adresse von ihr gar nicht zu wissen. Braucht sie nicht zu wissen. Fahren Sie mich hin. In diesen und in den folgenden Filmen bis 1945 spielte er harmlos sympathische junge Herren, vorwiegend Künstler und Aristokraten. Mit Paris. Ich höre. Herr von Asch, Nummer 2 brauche ich alles Geld, das sich irgend frei machen lässt. Haben Sie gehört? Telegrafieren Sie mir bitte, Herr von Asch, über wie viel ich verfügen kann. Was los ist? Lueger liegt im Sterben. Ja, Lueger, ja, Sie haben schon gehört. Jetzt blüht wieder unser Weizen, Herr von Asch. Jetzt soll er ja endlich wieder verdienen. So ist es, ja, so ist es. Baugründe wird's geben wieder. Endlich eine freie Wirtschaft. Das ist doch... Was für Teufel, wenn ich doch schon höre, freie Wirtschaft. Ja, bitte schön, wiederholen Sie, Herr von Asch. Sagen Sie meinem Herrn Vater, ich lasse ihm Glück wünschen zu seinem großen Tag. Ich, Schmöger, ich fress lieber trockenes Brot, bevor ich von dem Sündengeld auf einen Heller nehme und wenn ich mein Studium an den Nagel hängen muss. Geschäft ist Geschäft, Herr von Nansch. Sagen Sie ihm das, Herr Schöger. Ja. Ich gehe zum Lehrer. Der Sohn freut sich über die Niederlage seines Vaters. Was hast du gesagt? Schlimm für Wien, schlimm für Österreich-Ungarn. Schlimm für die Juden, für den Hof, für die Persianer und für Lieblingskind die Sozialdemokratie. Aber das alles zusammen ist nicht Wien. Geschweige denn Österreich-Ungarn, Herr. Kennen Sie doch. Herr Bürgermeister! Die Vorlage über die Einrichtung einer städtischen Versicherungsgesellschaft haben Sie alle. 1968 hielt er an mehreren Universitäten Vorträge über Philosophie und Hypnose. Fischer, der privat Sprachforschung und Sinnstudien betrieb, erhielt 1970 in Wien den Professorentitel. Seit den späten 1980er Jahren machte er seine Erkenntnisse in Gedichten, Lebenserinnerungen und Interviews auch der Öffentlichkeit zugänglich. O.W. Fischer verstarb 2004 in der Schweiz. Braun gebrannt und guter Laune, Deutschlands eigenwilliger Spitzenstar. Die künstlerischen Meinungsverschiedenheiten bei seinem ersten Hollywood-Engagement und die Kommentare dazu in der deutschen Presse haben das Selbstvertrauen O.W. Fischers nicht erschüttern können. Meine Damen und Herren, ich habe einen 36-stündigen Flug hinter mir. Kalifornien lässt sie grüßen, der Nordpol lässt sie grüßen.